Hallo, mein Lieber, wieder und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber wieder. Lieber wieder, heute schauen wir uns die Karten an für den Übergang ins neue Jahr. Das heißt, wir schauen uns deine Energie an, mit was für einer Energie du das Jahr 2023 abschließt und mit was für einer Energie du ins neue Jahr 2024 eintauchst. Lieber Widder, denk bitte daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft muss zwingend für dich sein. Hör bitte da wirklich auf deine innere Stimme, hab Vertrauen darauf und ja, erzwinge einfach nichts. Hör wirklich auf dein Gefühl, es sagt dir, was du hören musst und was eben nicht. Alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du wie immer unten in der Infobox. Dort findest du auch die Verlinkung zu meinem zweiten YouTube-Kanal, mein Podcast über Spiritualität. Werde demnächst auch zwei Videos hochladen zum Thema Rauhnächte. Falls dich das interessiert, darfst du gerne reinschauen, mir auch da folgen. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber wieder, dann würde ich sagen, starten wir. Lieber wieder, was musst du hören, was musst du wissen für den Übergang ins neue Jahr? Schauen wir mal, was musst du wissen und hören? Psychische Heilung. Ich nehme ganz stark wahr, Frieden finden. Frieden und Heilung bekommen. Es fühlt sich auch nach Ruhe an. Ruhe und Gelassenheit. Ich habe auch das Gefühl, vor allem wenn du merkst, dass das Jahr 2023 extrem turbulent war für dich, dass du wie eine Antwort findest oder gefunden hast und dass diese Antwort dich irgendwie wieder zurück in die Mitte führt. Fühlt sich auch nach Vertrauen an, Vertrauen ins Universum, Vertrauen, dass du auf dem richtigen Weg bist oder dass du weißt, was der richtige Weg ist. Also sehr interessant, ganz schöne Energie, als hättest du etwas gefunden und zwar in dir drin, eine ich kann es fast nicht, wie soll ich sagen, es fühlt sich wie, als hättest du was gesucht und jetzt hast du es gefunden und dieses Gefühl, dass du genau weißt, wohin es 2024 geht, gibt dir innerer Frieden. Das heißt nicht, dass du es schon hast. Ich habe das Gefühl, diese Antwort ist vielleicht schon noch nicht in physischer Form da, aber sie ist in dir drin und das ist das Wichtigste. Weil du weißt, wo es hingeht. Und interessant, ganz interessante Karte. Sehr also wirklich schöne, liebliche, weiche Energie, vor allem weich. Und elegant irgendwie. Aber schauen wir mal weiter, was ist das Hauptthema wieder? Wieder? Ja. Uiuiui. Zwei der Kelche. Thema Verbindung. Thema Liebe. Falls du in einer Verbindung bist, vielleicht den nächsten Schritt gehen. Bei anderen geht es sich darum, wissen, wo das Herz hingehört. Wissen, wohin gehört mein Herz? Sei das in der Liebe oder auch im Beruf. Mehr seinem Herzen auch folgen. Etwas erkennen. Eine sehr schöne Energie. Fühlt sich auch nach Zufriedenheit an. Neun der Münzen. Es kann auch sein, dass einige von euch erkannt haben, dass es sehr wichtig ist, die Verbindung zu einem Selbst zu pflegen, sich selbst Liebe geben zu können
Und erst danach kann man der Liebe vom Außen gerecht werden. Geht auch um das Thema in der Mitte ankommen. Vielleicht könnte auch sein, dass einige vielleicht länger Single waren und jetzt merken, doch, jetzt bin ich bereit für Liebe, für echte Liebe. Ich bin bereit zu empfangen. Ich bin bereit, das Glück oder Erfolg zu empfangen. Ja, es fühlt sich wirklich so an, bereit sein für etwas. Und nicht bereit sein, in, dass man etwas erzwingt, sondern man weiß, jetzt kommt es. Es ist einfach wie so ein Gefühl. Und dieses Wissen ist nicht das Gefühl von, ich wünsche es mir, sondern du weißt es einfach. Irgendetwas passiert hier, vielleicht während den Rauhnächten, vielleicht Übergang zwischen altes und neues Jahr, Januar, vielleicht auch erst im Februar, aber hier ist wie etwas Magisches. Siehst du hier nochmals, 9 der Münzen, bei sich selbst ankommen. Zufrieden sein, weil du eben weißt, wo die Reise hingeht. Und du weißt ganz genau, was zu dir gehört. Schauen wir mal weiter. Was kommt sonst noch wieder? 7 der Schwerter. 4 der Stäbe. Uiuiui. 5 der Münzen. Vielleicht ab und zu auch Angst, nicht gut genug zu sein, vor allem im beruflichen Bereich. Sich vielleicht ab und zu auch nach Liebe betteln, nach Aufmerksamkeit betteln, nach Anerkennung betteln. Ich sage es extra übertrieben. Liegt schon noch etwas da, aber ich habe das Gefühl, du legst das Stück für Stück ab, weil du weißt, was du verdient hast. Weil du es dir selbst geben kannst. Wir haben hier 7 der Schwerter, 4 der Stäbe, der Herrscher und 9 der Schwerter. Also hier mit 7 der Schwerter, vielleicht hattest du noch mit dem Thema Betrug zu tun, Thema Affäre im 2023 oder Thema Maske tragen. Nicht, ja, wie soll ich sagen, etwas nach außen sein, was andere erwarten, oder? Das ist die Maske. Etwas darstellen, was andere sehen wollen. Sei das, was die Familie sehen möchte, was außen herum gesehen werden möchte. Oder vielleicht sehnt man sich auch manchmal nach Anerkennung und dann legt man halt eine Maske auf, um gesehen zu werden. Aber das Ziel ist eben, dass du das gar nicht brauchst, dass du dir die Energie selbst geben kannst. Das ist wahre Fülle. Wenn du dich selbst, ja, wenn du selbst erkennst, was wirklich wichtig ist und wer du bist und dass du eben wichtig bist. Auch ohne, dass es andere vielleicht sehen, sondern du musst es sehen. Das ist das Wichtigste. Und hier geht es ein bisschen um den Selbstbetrug, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht hattest du es auch mit Menschen zu tun, die nicht ganz ehrlich waren zu dir in der Vergangenheit. Und ich habe das Gefühl, das legst du ab. Das Thema möchte aufgelöst werden. Das Thema des Nicht-Ehrlich-Sein, das Thema Nicht-Authentisch-Sein, das Thema Nicht-Authentisch-Sprechen, seine innere Wahrheit nicht sprechen. Weg damit, so ein bisschen so. Kann aber auch sein, dass du jemanden kennenlernst und diese Person hat Mühe, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Was braucht schon Mut, es braucht auch ein bisschen Vertrauen und halt sich fallen lassen können. Ich sehe hier auch, dass einige eventuell, vor allem wenn du in einer Beziehung bist und du wirklich sagst, du bist glücklich, dass es hier in die nächste Ebene geht. Also vielleicht sogar Thema Verlobung, Hochzeit, Thema vielleicht Umzug, Eigenheim. Falls du auf der Suche nach Liebe bist, sehe ich hier, dass ein Fundament entsteht. Und zwar könnte es mit hier ebenfalls wieder Energie, dass hier jemand in dein Leben kommt, wo langsam eine Basis entsteht. Eine Verbindung. Im Beruf sehe ich hier wirklich, dass du irgendeinen neuen Grundbaustein setzt. Vielleicht irgendeine Prüfung bestanden hast oder
durch eine Prüfung gehst oder vielleicht sogar irgendetwas Neues oder so wie ein neues Fundament erschaffst. Ich sehe hier auch Thema Aufsteigen im Berufsleben, Beförderung, also vielleicht auch Thema Selbstständigkeit, weil der Herrscher steht auch für Selbstständigkeit. Auch begeisterungsfähig sein, sein inneres Feuer leben, vorwärts gehen, nicht stehen bleiben, weil wir brauchen Bewegung im Leben. Energetisches Feuer, brauchen Passion in der Liebe und im Beruf. Der Herrscher, wirklich das Thema, ein bisschen die Zügel des Lebens in den Händen halten und das Leben so gestalten, wie du es möchtest. Kann auch sein, dass hier im Beruf, dass du wie einen Mentor hast, dass hier jemand kommen könnte, der dich unterstützt. Oder dass du jemanden kennenlernst, der sehr so ein bisschen dominant ist von der Energie her. Sehr stark und mutig, dominant. Vielleicht etwas einschüchtern, da musst du ein bisschen, denk dran, Augenhöhe, nicht einschüchtern lassen. Ich sehe aber auch, dass eventuell eine Vaterfigur auch noch eine Rolle spielt oder Familienoberhaupt, nämlich auch wahr. Und dass das Familienoberhaupt irgendetwas triggert, was ein bisschen, so ein bisschen irgendetwas zweifeln lässt. Also diese Klarheit, dass diese Wissen, wohin es geht, dass das ein bisschen bröckelt, sag ich mal, so leicht. Da musst du wirklich Acht geben. Es kann sein, dass hier eine Person ist, vor allem sehr dominante Energie, und dass diese Person dich vielleicht verunsichert. Vor allem, wenn du irgendwo noch nicht Selbstthemen hast, sei das beim Thema Selbstwert, Thema Beruf, Finanzen, Liebe, könnte dich hier eventuell eine Person etwas triggern. Aber nimm das auch gleichzeitig als Chance an, weil Triggerpunkte sind immer da, um gehört zu werden. Wenn du also merkst, dass du getriggert wirst, frage dich, warum? Was ist das ganz genau? Vielleicht kannst du dich das auch ein paar Tage später fragen, das muss nicht sofort sein, wenn du getriggert wirst, sondern frag dich da später, geh dort wirklich in die Reflexion, was für ein Mangel ist dort? Was für eine Energie fehlt? Was musst du tun, dass diese Energie in die Fülle kommt, transformiert? Weil hier sind noch etwas Ängste da. Es ist, als hättest du etwas Respekt oder Angst vor dieser Person. Und du hast Angst, dass du nicht gut genug bist. Vielleicht darum diese Maske, weil du eben gerne... Vielleicht ist es ein Vorbild, vielleicht ist es jemand von der Familie, ich weiß es nicht. Fühlt sich an hier, als möchtest du jemandem gerecht werden, was eigentlich unnötig ist. Du musst nur dir selbst gerecht werden. Siebende Schwerter, warum? Wieder, aus der Kelche, Liebe und Neuanfang. Selbst ein bisschen, ich sehe hier eine Sabotage-Bezug für Liebe und Neuanfang. Also lass dich nicht verunsichern, auch für Erfolg. Lass dich nicht klein machen. Lass dich nicht sabotieren, auch nicht manipulieren, weil der Herrscher, du kannst jede Energie authentisch leben, das wäre die Lichtseite, und du kannst aber auch unauthentisch leben, das heißt, das wären die Schattenseiten, das ist das Nicht-Selbst. Oder der Herrscher im Nicht-Selbst ist egoistisch, narzisstisch, Kontrollwahn, ist ein bisschen manipulativ, runterdrücken, aggressiv, das sind die Schattenenergien. Aber die Lichtenergien sind unglaublich stark, wirklich motivierend, begeisterungsfähig, leidenschaftlich, das Leben fühlen und leben. Und je nachdem, mit was du für eine Person zu tun hast, könnte dich das etwas triggern. Aber lass dich da nicht verunsichern. Warum vier der Stäbe? Der Tod, Skorpionenergie und Aster, Münzen. Hier kommt eine Transformation. Du hast mit einem Kapitel abgeschlossen und
weil du dir hier irgendetwas eingestanden hast, bekommst du hier eine Chance für etwas Großes, Wertvolles, sei es in der Liebe oder im Beruf. Warum der Herrscher? Kann auch sein, dass du es mit dieser Person hier beendet hast, mit diesem Herrscher, muss aber nicht. Oder dass du ihr bei einem Thema einen Schlussstrich gemacht hast oder etwas verändern möchtest. Bube der Kelche und König der Schwerter. Also ich habe wie das Gefühl, etwas wurde beendet und etwas Neues beginnt. Aber eventuell ist dort eben diese Person, die dich etwas triggert. Sieben der Münzen. Und neun der Schwerter schon wieder. Ungeduldig sein. Ungeduldig sein. Unsicher sein bei etwas. Irgendwie habe ich das Gefühl, du bist nicht sicher, ob es sich lohnt. Aber ich glaube, du warst dir bei etwas sicher und jetzt wie nicht mehr. Weil eben wie ein Triggerpunkt kommt. Also halt wirklich an deinem inneren Gefühl fest, lieber wieder. Weil ich habe das Gefühl, es ist genau das Richtige. Halt an dieser Heilung fest, also an diesem Gefühl der Heilung wirklich fest. Lass dich da nicht irgendwie vom Weg abbringen. Ganz, ganz wichtig. Schauen wir mal, was ist der Rat? Ja, achte Schwerter, löse dich von Ketten, die du dir selbst erschaffen hast, oder von Hindernissen, die du dir selbst erschaffen hast. Löse dich wirklich von Blockaden. Die Herrscher haben ein bisschen wirklich Geduld auch, weil gewisse Dinge brauchen Zeit. Vor allem, wenn du dich daran gewohnt hast, dass du eine Maske trägst oder dass du dich mit Menschen umgibst, die vielleicht nicht ganz ehrlich sind, das umzuprogrammieren, sage ich, das braucht Zeit. Lass dir Zeit, bleib dran, weil es passiert schon etwas, auch wenn du es vielleicht noch nicht siehst. Und verliere dich nicht mit Ideen, verliere dich nicht mit, weil hier sieben der Kelche, unglaublich viele Ideen, unglaublich viele Optionen, viele Möglichkeiten, viele Menschen reden dir rein, von allen Ecken, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, also behalte einen klaren Kopf. Lass dich nicht reinreden, so ein bisschen. Was liegt im Schatten? Im Schatten liegt 10 der Stäbe, ganz, ganz wichtig. 10 der Stäbe ist auch oft, dass man Lasten von jemand anderem trägt, Probleme von jemand anderem und dass diese Probleme dich erdrücken. Nimm die Probleme der anderen nicht an. Du darfst helfen, sie zu tragen. Du darfst unterstützen. Aber nimm die Energie, diese Probleme nicht zu dir, weil sie gehören dir nicht. Das sind fremde Energien. Lass wirklich die Probleme der anderen los, weil jeder Mensch, vergiss das nicht, ist für sein Glück selbst verantwortlich, ist für Heilung selbst verantwortlich. Du darfst unterstützen, wenn diese Person auch Unterstützung annimmt. Wenn du aber gegen eine Wand redest, und du merkst das und es tut dir weh und es tut dir nicht gut, dann lass los. Weil jede Person entscheidet selbst, ob man Hilfe annehmen kann oder nicht. Du kannst diese Personen nicht zwingen, Hilfe anzunehmen, sich heilen zu lassen. Darum lass diese schwere Energie wirklich los. Das heißt nicht, dass du egoistisch sein musst, überhaupt nicht, aber so ein bisschen in die Akzeptanz gehen, weil gewisse Personen wollen sich vielleicht nicht helfen lassen oder vielleicht ist der Zeitpunkt für Heilung noch nicht da. Vielleicht muss zuerst eine Erkenntnis kommen, bis man auch Heilung zulassen kann, oder? Falls es deine Probleme sind, die im Schatten liegen,
können Dinge sein aus der Vergangenheit. Kehr die nicht unter den Teppich, löse sie einfach Stück für Stück auf. Nicht von heute auf morgen, einfach Stück für Stück. Ja, mein Lieber, wieder, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.